Was ist das? Was ist das? Das ist ein Geist. Ich mag Geister nicht. Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Mit mir, den Thomas und Playageddon. In der letzten Folge haben wir diese Ventile gesucht, aber einfach nicht gefunden. Beziehungsweise ein Ventil haben wir gefunden. Ach, hier kommen wir raus, okay. Hier geht's auch irgendwo lang. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich dieses Ventil suchen soll. Ah, Mann. Dieser Typ da, ne, der nervt einfach so abgrundtief. Waren wir hier schon im Raum? Ja, klar, oder? Ja, wir waren hier schon im Raum. Bin ja wirklich abgrundtief. Ich nehme gerade zwei Folgen am Stück auf. Dafür sollte ich mir schon auf die Schulter klatschen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Geh rein. Ich wusste es doch, dass hier lang geht. Ich wusste es. Nee, ich wusste es eigentlich nicht. Tee. Hagebuttentee. Did you bring your ducky? Nein. Okay, viel Spaß, wenn du seinen Bauch wäschst. Ich würde sonst weiter jetzt auf die Details eingehen, aber ich weiß nicht, ob Schweini hier hinkommt. Yep. Oh, nein, tut er nicht. Wird er uns irgendwie jagen, wenn wir das Ventil anmachen oder nicht? Würde mich jetzt interessieren. Aber ich habe echt keine Ahnung. Machen wir jetzt einfach mal. Ups. Du wirst gleich nicht aufstehen und uns jagen, oder? Ich meine, ich kann dir auch ein bisschen helfen beim Waschen, wenn du willst, also. Waschen. No complaining now. We have to wash every little part. Ich störe dich nicht. Please, kein Jumpscare. Danke. Lang. Oh, das ist schrecklich gewesen. Wir dürfen jetzt auch nicht sterben, weil ich gerade ein Stück aufnehme und nicht gespeichert habe, beziehungsweise das Spiel hat nicht gespeichert. La 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 boom boom, die Musik geht auf dem Limeline wie Prina. Oh nein, ich darf keine copyrighted Songs hier singen. Ist mir egal, ob ich die Nachtsicht noch anhatte. Ha! Was sagst du jetzt? Weißt du? Wir haben es geschafft. Wir haben diese zwei Ventile angemacht. Beziehungsweise aktiv. Was ist denn? Du siehst mich doch oder nicht? Hallo, hier. Siehst du mich? I'm here. Hat der eine Hose an? Ich weiß es nicht. Die Kamera ist im Dunkeln nicht so gut, wenn die Nachtsicht nicht an ist. Ich will die Nachtsicht jetzt wegen so einem Scheiß noch nicht anmachen. Da wir zwei Batterien haben in der letzten Folge gefunden, verbraucht. Also Nullgeschäft sozusagen. Wie an der Börse, wenn man zum Beispiel Geld investiert und dieses Geld dann wieder zurückbekommt. Und am Lotto spielen, wenn man drei... Oh, ich sollte mal aufhören, meinen Popschutz zu küssen. Oder wenn man Lotto drei Zahlen hat, dann kriegt man ja auch, glaube ich, das, was man eingegeben hat. Ungefähr, was man eingegeben hat, was man bezahlt hat. Ich meine schon. Ist er da drinne? Nein, im Leben. Komm! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da lang geht und diese Regeln hier. Also zumindestens meine Eltern haben mir damals, also ich durfte ein paar Zahlen auswählen und ich durfte dann... Ne, ich durfte ein paar Zahlen auswählen, ja. Und meine Eltern haben dann diesen Lottoschein gekauft. Das Coole war dann... Ich hatte sogar drei Zahlen richtig, ne? Das war... Alter, das leckt gerade wie Sau. Der Regen, das ist echt nicht gut für meinen PC. Ich krieg den neuen Prozessor auch erst nächste Woche. Ja. Wer ist da die Küche? Ja, das ist die Küche mit 500%iger Wahrscheinlichkeit. Hörp.
Hop. Hop. Wow, Mumm! Geh weg, ich hab dir das Leben gerettet, Mann! Wenigstens hat er die Tür zugemacht. Ja, das Spiel geht schon stark an die Nerven. Ja, ich will eigentlich gar nicht lang. Wir gucken uns mal ein bisschen die Küche an. Es scheint hier ein bisschen... Es scheint irgendwie hier am saubersten zu sein. Wenn wir den jetzt nicht beachten. Da hinten geht's auch lang. Was mich nicht gerade beruhigt. Seziert haben sie ihn wahrscheinlich. Bei Gezasse die auf, okay. Und hier sind Finger, oder? Sind das Finger? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Ein Finger zum Abendessen. Okay. Ist hier noch irgendwas drin? Vielleicht eine Batterie? Eine Batterie? No? Nein? Keine Batterie? Na, okay. Ich schätze mal, dass wir dann da lang müssen. Ich hoffe, uns erwartet kein Jumpscare mehr. Also der gerade war schon ein bisschen böse, wenn ich ehrlich bin. Der war schon ein bisschen gemein. Ist hier irgendwas? Nope. Da war nichts. Hier geht's nicht lang, da kamen wir her. Mit Schweinchen dick. Hier waren wir doch mit dem Onkel Doktor. Hier waren wir und hier war der Priester vorhin und da waren wir in der letzten Folge. Heißt es, wir sind draußen? Hört sich nicht gerade freundlich an. Ich gucke hier noch ein bisschen. Vielleicht finde ich hier noch Batterien. Aber eine Akte ist auch gut. Da haben wir jetzt in jeder Folge irgendwas zum Vorlesen. Das gefällt mir. So. I, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Angezieh haben. Drittens können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht. Siebtens können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren. Achtens können wir die Persönlichkeit einer Person verändern. Wie lange hält diese Veränderung an? Siebzehntens, wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Lieber Typ, der das geschrieben hat, das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich will ehrlich gesagt noch nicht rausgehen. Da ist so ein Haken dran. Ich sehe jemand, jo. Entschuldigt hier auch ein bisschen sein Leben. Ist er noch... Ah, schade. Ich habe mich schon gefreut, noch eine Akte vorzulesen. Also in Horrorspielen immer schön ist, so einen ruhigen Moment zu haben, wo du weißt, es kommt nichts auf dich zu. Ein bisschen lesen. Schadet nicht. Suche Vater Martin. Ja, ich bin draußen, Mann. Wieso soll ich Vater Martin suchen? Ah, Blitze. Ich hab das Gefühl, hier lauert irgendwas draußen auf uns. Ist das eine Tür? Geht die auf? Ist verschlossen. Ein Schlüssel. Sag bloß, wir müssen erst einen Schlüssel finden. Was ist das? Sag bloß, das ist der Geist von Anfang an. Ich fand den Geist nicht so nett. Was ist das? Und eine Akte. Lesen wir. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Nehmen wir mal an, wie heißt Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es geschafft. Fast geschafft. Es gibt einen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Oh, sweet. Sweet, sweet, sweet. Okay. Eine Treppe, da ist ein Licht. Da ist ein Licht, ich höre. Das ist ein Licht. Ey. Da, verschlossen. Warte mal, war da verschlossen? Habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich will jetzt ein bisschen sparen. Ah. Wieso ist hier verschlossen? Ich will ehrlich gesagt nicht durch den Wald gehen, aber... Es bleibt uns für eine andere Wahl. Danke für die Blitze, die geben manchmal echt Licht.
Was ist denn, Bruder? Was war das denn? Ich hab keinen Schlüssel, ich will so rein. Wo sollen wir denn hier draußen zum Schlüssel finden? Ich hab keine Ahnung, wo wir den Schlüssel finden sollen. Moment mal! Der Typ auf der Bank! Ja. Ja. Aber. Wieso? Wieso fliegen mir Blätter entgegen? Wobei, da kommt auch Licht raus. Oh. Ah! Dankeschön! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Geist! Ich mag Geister nicht! Geister sind mir etwas unheimlich, auch wenn es die nicht gibt. Oder vielleicht doch. Ich will gar nicht weiter darüber diskutieren. Ich will dieses Spiel spielen. Und überleben. So, was ist hier los? Müssen wir laufen? Wir müssen laufen. Du läufst immer noch hinterher. Ja, Geister sind auch noch da. Geht's hier hoch? Ich hoffe. Ich mag das Klettern in der Outlast. Das macht mir voll viel Spaß. Ich fühle mich dann immer wie so ein Assassin. Wobei ich noch nie ein Assassin's-Teil gespielt habe. Aber ich habe vor, Rouge zu spielen oder wie das heißt, was auf jeden Fall in London rauskommt. Weil ich ein riesiger London-Fan bin. Ich liebe diese Stadt einfach so sehr, weil ich selber Sherlock Holmes-Fan bin. Und diese Stadt war die Heimat von Sherlock Holmes, beziehungsweise von Joseph Bell. Joseph Bell war die Romanvorlage für Sherlock Holmes. Oh. Gott steh mir bei, ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Was, das war der Wall Rider? Okay. Okay, wir haben den Wall Rider Hopp! Ist echt bitter, wenn wir runterfallen. Ich habe echt keinen Bock, den Weg nochmal zu gehen. Hopp! Hopp! Das Klettern macht echt viel Spaß in diesem Spiel, muss ich zugeben. Wir müssen Licht anhaben, leider. Okay, danke. Wenn wir hier runterfallen, ey, ich... Ich hab echt keinen Bock mehr darauf, ey, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich würde die Aufnahme noch beenden. Das wird ein großer Sprung. Hopp! Muss ich da rüberspringen? Scheint nicht so, ne? Hopp! Ist hier noch irgendwo eine Batterie oder sowas? Ich habe immer noch den Tipp bekommen, immer auf den Boden schauen, Thomas. Immer auf den Boden schauen. Jetzt chillt hier sein Leben auf der Bank. Okay, hier klettern wir hoch. Hopp. Hopp. Oh. Hopp. Oh, speichert. Da würde ich auch sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Outlast. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr keinen Outlast mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hipster Thomas. Ciao.